Hallo Spielaffen, nicht wundern, ich stehe nicht mehr in Köln. Kann man auch ziemlich leicht erkennen, denn in Köln gibt es gar nicht so viele Pflanzen, sondern ich stehe im tiefsten Dschungel, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit unserem Spielaffel-Dschungel. Und es hat natürlich einen Grund, dass ich und das auch, dass ihr hier seid. Und zwar sind wir hier, um unserem Affenmaskottchen König Kumba aus der Patsche zu helfen, denn seine Prinzessin Kiba ist vom bösen Pinguin Dr. Flutsch van Eis entführt worden und der will die erst wieder hergeben, wenn er das komplette Königreich bekommen hat. Klar, dass wir da nicht ganz so mitspielen und König Kumba erst recht nicht. Deswegen bin ich hier und lass mich von irgendwelchen Moskitos stechen und krieg wahrscheinlich einen Sonnenbrand und ich stehe auch hier in so einem Flüsslein, wo irgendwelche nicht ganz sauberen Fische rumschwimmen. Ich glaube, das sind Piranhas, keine Ahnung. Aber ich brauche mich gar nicht beschweren, denn mir geht's eigentlich noch ganz gut. König Kumba muss gleich die ganzen Abenteuer mit euch zusammen durchstehen. Und zwar durch gefährliche Dschungelreisen, durch ultra heiße Wüsten und, als ob es nicht genug wäre, durch unglaublich kalte Eislandschaften. Und nach so 15 Leveln steht er dann dem bösen Dr. Flutsch van Eis gegenüber und versucht, Prinzessin Kiba zu befreien. Und ich würde sagen, das schauen wir uns in unserem neuesten Spieltipp einfach mal an. Ziel ist natürlich, unsere Prinzessin Kiba zu befreien, ist doch Ehrensache. Dafür müssen wir uns als Kumba durch 15 unterschiedliche und knifflige Level kämpfen. Gesteuert wird dabei nur mit der Maus. Kumba hat ein Level gemeistert, wenn er dessen Ende auf der linken Seite erreicht hat. Die Hindernisse auf dem Weg dahin müssen durch die richtigen Klicks in der richtigen Reihenfolge mit der Maus zur Seite geräumt werden. Liegt vor euch zum Beispiel eine Grube mit spitzen Pfeilen und daneben steht ein Baum mit Kokosnüssen, solltet ihr diese einmal anklicken. Schon landen sie auf den spitzen Pfeilen und ermöglichen es euch so, das Levelende zu erreichen. Das hier war natürlich jetzt sehr einfach. Komplizierter wird es, wenn es auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, wo ihr hinklicken müsst. Da heißt es natürlich wie wild ausprobieren. Es ist nicht nur wichtig, was ihr anklickt, sondern auch in welcher Reihenfolge. Es kann also je nach Level mal etwas dauern, bis ihr es geschafft habt. In jedem Level ist eine Bonusbanane versteckt. Findet ihr alle, schaltet ihr ein Bonuslevel frei. Die Klicks, die ihr braucht, werden übrigens auch gezählt. Je besser ihr seid, desto weniger Mausklicks gehen auf euer Konto. Überlegt also erstmal, bevor ihr wild irgendwo hinklickt. Im schlimmsten Fall klickt ihr auch etwas an, das Kumba das Leben schwer macht und er muss das Level von vorne beginnen. Wenn ihr erfolgreich seid, steht ihr auch schon bald dem bösen Pinguin Dr. Flutsch van Eis gegenüber, der das ganze Inselkönigreich mit seiner Eiskanone einfrieren möchte. Passt ihr auf, dass ihr euch nicht in einen affigen Eiswürfel verwandelt. Also, worauf warten wir hier noch? Auf ins Abenteuer!